Hallo und herzlich willkommen, Helldivers. Ich hoffe, euch geht's gut. Helldivers 2 ist am Ende. Helldivers 2 stirbt und wir sollten Sony stürmen und boykottieren. So die Stimmen der letzten Tage. Dazu noch einige Kommentare, warum ich mich zu dem Thema PSN-Steam-Verknüpfung noch nicht geäußert habe. Ich hatte schon gestern eine Aufnahme am Start, wollte heute ein Video dazu bringen und der Grund ist ganz einfach bei mir. Ich verdiene meine Brötchen mit meinem Job, habe Familie, zwei Kinder und YouTube und der Stream, das sind meine große Leidenschaft, ein Hobby und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und deshalb bringe ich auch immer Content, zu dem ich selbst stehe, wofür ich Zeit investiere, wobei ich aber Spaß habe. Ich denke, das merkt man, wenn man meine Helldiver-Videos kennt. Aber trotzdem widme ich mich auch kritischen Themen. Nur anders, weil ich muss nicht sofort auf den News-Train, auf den Hype-Train, auf den Click-Train draufspringen. Ich muss nicht unbedingt sofort ein Video releasen, nur weil er viele Klicks bringen kann und viele Abonnenten und sowas. Das ist bei mir nicht der Fall, weil, wie gesagt, das ist nicht mein Hauptberuf. Damit finanziere ich mir mein wunderbares Hobby, mein Gaming-Room. Wenn da der ein oder andere Euro nach der Steuer übrig bleibt, dann bin ich happy, aber das ist, wie gesagt, nicht der Fall, sondern der Fall ist der, ich möchte recherchieren. Ich möchte mir Zeit nehmen, meine Gedanken dazu machen und ein Thema auch manchmal erstmal ruhen lassen, weil man sieht ja, was bei so einem brisanten Thema innerhalb kürzester Zeit alles passiert. Und nun ist es ja passiert, die Community hat den Druck ausgeübt, die Community hat es geschafft, dass Steam nicht mehr mit PSN für Helldivers verknüpft werden muss und damit wieder in den Ländern wahrscheinlich spielbar ist. Ich denke, die werden jetzt die Liste auch wieder zurückrufen. Das konnte ich jetzt noch nicht checken. Da wurden ja Länder restricted. Und das war für mich mit die größte Sauerei und ein ganz wichtiger Bestandteil der Recherche und auch Gespräche, die ich die letzten Tage führen konnte, was die Bedenken dabei sind und so weiter. Und das war für mich einer der größten Punkte, die ich wirklich als Sauerei angesehen habe, und zwar die PSN-Verknüpfung an sich war kein geschickter Move. Weil, ganz ehrlich, Leute, wer liest denn diese rechte Seite, dass man unbedingt für das Spiel eine Drittanbieter-Verknüpfung braucht, also PSN, und das dann später Pflicht wird? Keiner. Und die Leute konnten es kaufen in den Ländern auf Steam, wo es aber keine PSN-Verknüpfung oder wo keine PSN-Verknüpfung möglich war. Und das war moralisch verwerflich und es gab in der kurzen Zeit auch keine Möglichkeit, das Game dann wieder zurückzugeben, wobei ich hier auf Quellen zurückgegriffen habe, die ich selbst nicht wirklich verifizieren kann, weil ich mit niemandem aus diesen Ländern persönlich gesprochen habe. Das möchte ich immer sagen, weil ich möchte da ganz sauber agieren. Das bedeutet, ich habe mir auch nur News dazu durchgelesen, Reddit-Posts und so weiter, dass Leute wohl über 2 Stunden gespielt haben in diesen Ländern und noch keinen Refund bekommen hatten zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es sowieso wahrscheinlich egal, weil, wie gesagt, diese Verknüpfung wird keine Pflicht mehr sein. So, jetzt hat Sony reagiert auf eine Art und Weise, die okay ist. Ich sage extra okay, weil das, was im Vorfeld passiert ist, das ist natürlich trotzdem eine Sauerei. Ja, das ist natürlich so ein Ding, das geht eigentlich gar nicht, ne? Und die mussten jetzt zurückrudern wegen dem Druck der Community. Aber ich wollte auch in dem Video, was ich heute released hätte, um Ruhe bitten, ja, man muss nicht immer sofort bei jedem Thema komplett eskalieren. Man kann reagieren. Das haben auch viele Leute getan. Ich habe sehr, sehr viele in der Freundesliste. Viele haben aber auch irgendwas geschrieben. Ja, also wild geschrieben irgendwo, aber nicht an den richtigen Positionen, nicht an den Support, nicht als Review und sonstiges. Ja, es bringt nichts, immer den Moralischen zu spielen, aber nicht aktiv zu werden. Und wenn man den Ultramoralischen gibt, ja, gerade bei YouTube gibt es ja immer so Internet-Helden, die meinen, übermoralisch zu sein. Ja, dann aber trotzdem sehe ich auf der anderen Seite, wie sie dann Helldivers weiterzocken. Das ist natürlich auch kein Weg. Ne? Wenn du wirklich, ja, so
Kommentare rauslässt, wie wir sollten Sony stürmen, du solltest aufhören, Helldiver-Videos zu machen, dies, das, ne, aber dann trotzdem selber Helldiver zocken und im Hintergrund noch eine PlayStation 5 am besten stehen haben und Sony-Produkte, da musst du alles canceln. Sony-Produkte rausschmeißen, alle Arrowhead-Produkte rausschmeißen, dann ist das für mich sauber und das respektiere ich. Aber den Moralapostel spielen, und das machen leider sehr, sehr viele Leute in solchen Situationen und meinen immer den König zu, den King zu machen, ja, und irgendwie übelst Palaver zu schieben, aber dann nicht in ihren eigenen Taten konsequent zu sein, ist halt auch falsch. Und das ist immer so lustig, ja, und darüber mache ich mich lustig, weil solche Leute verdienen einfach keinen Respekt, die wollen sich einfach nur wichtig tun, aber sich mal in Ruhe Gedanken darüber machen, was da gerade passiert, Recherche zu betreiben, sich eine eigene Meinung auf eigenem Wissen, auf eigenen Informationen zu bilden, weil was ja auch oft getan wird, ist sofort weitergetratscht. Ich habe da irgendwas gehört und dann wandelt sich das in gefährliches Halbwissen um. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ganz, ganz ehrlich, Leute, eine Verknüpfung des Accounts in unserem Land, ja, wenn ich nur diese Probleme hätte, in Deutschland, dann würde es mir wirklich gut gehen, weil wir haben ganz andere Probleme, ja, die wirklich entscheidend sind. Und da gehört eine PSN-Account-Verknüpfung nicht dazu. Sauber reagieren, eine Mail an die richtigen Adressen schreiben, im Discord, an den Support, aber immer so eine Welle zu schieben und dann aber nicht konsequent zu sein, ist halt auch nicht der falsche Weg. Und genau diese Entwicklung habe ich gesehen, macht mich persönlich auch etwas nachdenklich, weil es ist immer so direkt am Eskalieren und ich bin froh, dass ich so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Erstmal ruhig geblieben, mir die Sache angeschaut, selbst recherchiert und dann ein Video dazu machen. Wenn ich überhaupt mich dazu in der Lage fühle, ein Video zu machen, weil wie gesagt, ich muss es nicht tun. Ja, ich bin nicht davon abhängig, irgendwelche Klicks einzufahren, weil ich, wie gesagt, hier das Ganze aus Spaß, aus Freude, als mein Hobby betreibe. Und deshalb kann ich mir auch die Zeit lassen und recherchieren. Und das, was ich fühle, das, was ich zu euch sage, das bin 100% ich, das ist authentisch und das möchte ich so beibehalten. Ja, und auch wenn ich dann in den letzten 3-4 Tagen bestimmt 50.000 Klicks mehr gemacht hätte, scheiß drauf, es ist geil. Und jetzt ist aber auch der Weg, dass nach der Reaktion von Sony, dass die Community auch wieder reagiert. Und zwar sollten jetzt eigentlich die negativen Reviews zurückgefahren werden für das Game, für Helldivers. Weil warum wurde das Ganze denn getan? Damit wir unser Game, das, was wir doch alle lieben, das, was uns Spaß macht, abends mit den Leuten zu zocken, mit der Community zu zocken, Bugs und Automaten so richtig den Arsch aufzureißen, das, ja, sollte jetzt unterstützt werden, damit Helldivers auch nach dieser Aktion weiterentwickelt werden kann, weiterlebt und nicht, wie viele ja schon prognostiziert haben, ja, stirbt. Und das ist jetzt der Weg, den wir hoffentlich gehen sollten, negative Reviews wieder zurücknehmen. Man muss jetzt nichts Positives schreiben, man muss auch nicht das gut finden, was Sony jetzt getan hat, auf gar keinen Fall, das heißt nicht für gut, ne? Ich habe ja gesagt, das war eine Sauerei, das wird auch immer im Hinterkopf bleiben, ne? Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein neues Game mit Drittanbieter-Anbindung kommt, habe ich jetzt immer im Hinterkopf, oh, die können das noch nachschieben, ne? Und es könnte verboten werden oder dies, das, das wird jetzt immer bleiben. Der Reputationsverlust ist da, aber nicht in der Größe. Das konnten sie noch abwenden. Man muss aber auch dazu sagen, ne, Arrowhead, Sony, beide dafür verantwortlich. Beide haben uns aber auch mit vielen Games schon tolle Stunden gegeben. Fehler kann man immer wieder machen, wenn man bereit ist, den Fehler zu akzeptieren und dann auch den Fehler einzugestehen und daraus eventuell zu lernen. Ja, und ich hätte fast darauf wetten können, dass sie das Ding aussitzen werden und dass ihnen das egal ist, weil auch danach eine Liste kam, wie gesagt, von den Restricted Countries in Steam. Ja, dann dachte ich schon, die ziehen das Ding wirklich komplett durch, aber sie haben zurückgerudert und jetzt müssen wir für Helldivers kämpfen, müssen da supporten und müssen hingehen und müssen wirklich aufpassen, dass das Game weiterentwickelt wird. Und das sollte natürlich jetzt mit dem Community-Support auf jeden Fall auch passieren. Ja, ansonsten freue ich mich
Ja, freue ich mich heute Abend wieder Helldivers in aller Ruhe streamen zu können, ohne diese Diskussionen führen zu müssen, wo das Ganze doch hingehen kann, soll, was ich darüber denke. Das habe ich jetzt getan und freut mich, dass sich das so entwickelt hat, weil ich Helldivers liebe. Helldivers ist für mich das beste Game der letzten Jahre und in dem Bereich. Und deshalb sehr, sehr geil, Leute. Ich freue mich, wenn wir uns heute Abend sehen zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr live im Stream. Da werden wir zusammen ein paar schöne Demokratieschellen verteilen. Und ansonsten, ich hoffe, ihr fühlt das, was ich zu sagen habe. Ja, das war jetzt One Cut, einfach durchgeplaudert, das, was ich so denke und das, was ich so fühle und das, was ich euch mitgeben wollte. Ansonsten, das Wichtigste, Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns. Hoffentlich heute Abend. Bis dann, euer Dreed. Ciao.